Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, und zwar heute zu einem Flohmarkt-Haul. Ich war nämlich, jetzt muss ich überlegen, wann war das denn, am Montag oder Dienstag? Ich glaube Dienstag, denn Dienstag war ja der Tag der Deutschen Einheit und am Dienstag waren wir dann in Hadamar auf einem Stadtflohmarkt und da war echt riesig, aber wir hatten natürlich echt Pech mit dem Wetter, es hat dauernd geregnet. Ich habe aber trotzdem so einiges gefunden und das habe ich gedacht, zeige ich euch einfach mal. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, in welcher Reihenfolge ich euch das zeigen soll. Ich hatte meine Reihenfolge, wie und wo ich was gekauft habe. Die habe ich jetzt nicht mehr, deswegen ich zeige euch einfach alles so ein bisschen durcheinander, aber ich hoffe, das macht euch nicht so viel aus. Ja, ich habe mir gekauft von Markus Pfister der Regenbogenfisch. Und zwar in dieser kleinen Mini-Buchausgabe. Ich habe letztens, als ich im Laden saß und am Arbeiten war, mir so gedacht, ich müsste mal meine Kinderbuchsammlung so ein bisschen auffrischen. Ich habe zum Beispiel der Regenbogenfisch habe ich zwar immer bei einer Freundin gelesen. Ich kannte die Geschichte auch hier mit seinen Schuppen, dass er sie nicht abgeben will. Und zum Schluss teilt er dann doch mit seinen Freunden und das fand ich immer so schön. Und ja, ich hatte das Buch nie. Und deswegen habe ich das, ich glaube, für 1 € dann mal gekauft. Und es ist so schön, das jetzt auch mal zu Hause zu haben, weil ich weiß nicht, ich liebe Kinderbücher und ich habe auch meine ganze Sammlung noch hier. Und ja, deswegen, das dürfte natürlich nicht fehlen. Deswegen habe ich mir das für 1 € mitgenommen. Weil das einfach, oh, das ist so schön. Ich liebe das. Kinderbücher sind toll. Dann habe ich mir so einige DVDs gekauft. Ich muss mal gucken, wie mache ich das denn? Und zwar einmal, lacht mich jetzt bitte nicht aus, aber ich habe diesen Film als Kind geliebt. Ist das ein Barbie-Klassiker, nämlich Rapunzel. Und ich liebe die Barbie-Filme. Nicht diese neueren, wo es irgendwie immer um irgendwelche Stadtmenschen geht, die irgendwelche Mode machen oder irgendwelche komischen Prinzessinnen, die Rockmusik machen wollen. Keine Ahnung. Also die neuen Barbie-Filme finde ich richtig scheiße. Aber ich liebe die alten. Ich habe zum Beispiel, mein Freund hatte Barbie in der Nussknacker, haben wir uns mal gekauft, weil ich das so toll finde. Und als Kind habe ich das Weihnachten immer geguckt. Und Rapunzel war eben sowas, was ich auf Kassette hatte, also VHS-Kassette. Und das hat mir halt noch auf DVD gefehlt. Ich habe ja, glaube ich, Barbie und das Dorfmädchen noch hier. Und Barbie und die Musketiere, das war auch schon einer von den neueren, den mochte ich aber auch, den habe ich aber noch nicht. Und diese ganzen alten, Barbie in Schwansee, das brauche ich auch noch. Und ich sammle die halt, weil ich die toll fand und den hier fand ich auch toll. Ich freue mich echt mega, den mir nochmal anzusehen, weil das ist schon so, so lange her, weil wann habe ich das letzte Mal VHS-Kassette geguckt, ja? Wir haben zwar noch einen Spieler, aber der ist nicht angeschlossen und ja, es ist halt einfach nicht mehr die Zeit dafür. Und deswegen, oh, ich freue mich so darauf. Und den Drachen habe ich geliebt, ja. Genau. Ich habe mir so viele Kinderfilme gekauft. Ich glaube, ich habe mir auf diesem Flohmarkt nur Kinderfilme gekauft. Und zwar habe ich mir noch einmal gekauft Balto und Balto auf der Spur der Wölfe. Das ist quasi eine Doppel-DVD, also hier sind 2 Teile drauf. Ich war mir gar nicht sicher, ob ich die als Kind mal geguckt habe. Aber es hat mich irgendwie auf den ersten Blick angesprochen und die Wölfe sind einfach so süß und ja, ich habe gedacht, das sollte ich mir mal ansehen. Ich weiß, wie gesagt, ehrlich nicht, ob ich es schon mal geguckt habe. Keine Ahnung, aber hier sind halt der erste und der zweite Teil drin, was total cool ist. Und ich habe das quasi für 50 Cent bekommen, weil ich an einem Stand noch was gekauft habe. Und die hat die DVDs halt voll billig weggegeben, weil es halt geregnet hat und die alle Wellen quasi hatten. Und zwar habe ich da noch gekauft, Charlie, alle Hunde kommen in den Himmel. Für alle, die das nicht kennen, das ist eine wahnsinnig schöne Geschichte. Es geht hier um ein Waisenmädchen und einen Hund und es ist so, so cool. Ich liebe es. Ich muss das unbedingt nochmal sehen. Und das ist einfach so schön gemacht. Und ja, das ist zwar ein bisschen wellig, aber natürlich haben die DVDs innen drin gar nichts abbekommen. Deswegen war ich sehr froh. Das habe ich ja dann auch für 50 Cent bekommen. Also ich habe die 2 Filme hier zusammen für 1 € gekauft. War sehr, sehr froh darüber, dass ich diesen Film gefunden habe, weil das auch einfach eine Kindheitserinnerung ist, die ich niemals, niemals wieder weggeben möchte quasi. Ich und meine Schwester hatten diesen Film eben auch auf VHS-Kassette. Ja, oh, es ist so schön. Ich bin so froh, dass ich diesen Film jetzt hier habe. Ich sammle ja Filme. Ihr werdet es wahrscheinlich mitbekommen haben auf meinen letzten Flohmarkt-Hauls. Ich kaufe mir immer sehr viele Filme. Und ich habe diesen Flohmarkt noch einen coolen Film gefunden, nämlich Der gestiefelte Kater. Und ich liebe diesen Film. Diesen Film habe ich tatsächlich schon geguckt, da war ich ein bisschen älter. Und ich fand ihn so, so toll. Ich fand ihn so witzig. Ich habe mir da immerhin abgelacht, habe den letztens mal wieder im Fernsehen gesehen, habe ihn auf dem Flohmarkt gefunden, auch dann für 1,50 € glaube ich gekauft, ja. An dem Stand habe ich auch noch einen Film gekauft, der auch so eine krasse Kindheitserinnerung hervorgerufen hat. Ihr werdet es bestimmt auch kennen, und zwar Annabelle und die fliegenden Rentiere. In diesem Film geht es um eine kleine Kuh auf einem Bauernhof, die ein Rentier sein will. Und
Ja, die das natürlich nicht schafft, weil sie eben eine Kuh ist und die sich das aber so sehnlichst zu wünschen. Und dieser Film ist dementsprechend so traurig, weil man sich so denkt, oh Mann, wieso schafft sie das nicht? Und keine Ahnung, sie wird immer älter und sie sieht auch nie welche. Und oh mein Gott, als Kind, ich habe Rotz und Wasser geheult. Und ich habe auch diesen Film jedes Jahr zu Weihnachten geguckt. Und das Krasse ist, dass der, glaube ich, im Fernsehen gar nicht mehr läuft. Also ich weiß nicht, ich habe jetzt das Programm von Super RTL natürlich nicht im Kopf. Ich gucke da natürlich auch nicht mehr, keine Ahnung. Also ich setze mich jetzt nicht am Tag hin und gucke Super RTL. Deswegen keine Ahnung, ob dieser Film noch läuft jährlich. Ich habe den so geliebt und als ich den auf dem Flohmarkt gefunden habe, ich habe mich so, so sehr gefreut und habe den auch für 1,50 am selben Stand gekauft wie den, habe dementsprechend 3 € da gelassen. Aber das war es mir absolut wert, weil, oh mein Gott, dieser Film. Es ist einfach ein wahnsinnig schöner Film. Der ist so, so toll und ich habe immer geflennt als Kind und ich frage mich, ob ich da jetzt immer noch flenne. Wahrscheinlich, weil die Kindheitserinnerungen einfach hochkommen, noch nicht mal mehr wegen dem Film, sondern einfach wirklich nur wegen den Kindheitserinnerungen, die ich daran habe. Das ist so krass. Naja, ich habe echt viele DVDs auf diesem Flohmarkt gekauft. Zum Beispiel Tarzan 2. Den habe ich für 2 € gekauft und ich war ganz froh. Ich habe den nämlich noch nie gesehen. Es gibt ja Tarzan, Tarzan hat mein Freund. Dann gibt es noch diesen Tarzan, wo man Geschichten von Jane und Tarzan mitbekommen, wie sie im Urwald leben. Und den kenne ich. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Tarzan 3 genannt wird. Der lief auf jeden Fall öfters mal im Fernsehen. Den fand ich wahnsinnig cool. Oder ist das auch Tarzan 2, wo diese Geschichten erzählt werden? Ich habe keine Ahnung. Aber ich, den zweiten Teil habe ich noch nie gesehen. Und es kann auch sein, dass das diese Geschichten sind, die ich damals im Fernsehen gesehen habe. Ich weiß es nicht. Aber ich freue mich sehr drauf, das mal mir anzuschauen. Es sind so ein paar Geschichten aus Tarzans Kindheit. Und ja, da freue ich mich auch sehr drauf, mir das mal anzusehen, weil ich glaube, dass ich es noch nicht gesehen habe. Ich weiß es aber nicht. Und dann habe ich mir noch gekauft die vielen Abenteuer von Winnie Pooh. Oh mein Gott, ich habe Winnie Pooh, glaube ich, noch nicht mal in meiner Kindheit oft geschaut. Aber ich sammle ja so Disney-Filme, ne? Und das ist halt ein Disney-Film auf jeden Fall. Und Winnie Pooh ist so süß und Ferkel ist so toll und Ia ist so super und Tigger und keine Ahnung, ich liebe sie alle. Und deswegen musste auch der natürlich von mir mitgenommen werden. Ich habe wirklich so viele DVDs gekauft, das ist so krass. Ich habe nämlich noch 4 Staffeln einer Serie gekauft. Jetzt muss ich mal gucken. Zweite, dritte, vierte und fünfte Staffel. Und das war ein Heckmeck. Oh mein Gott, ihr werdet es nicht glauben. Und zwar habe ich ja mir Staffel 2 bis 5 von Scrubs gekauft. Ja, ich habe die erste Staffel von Scrubs zu Hause. Und man kann sie alle auf Prime umsonst gucken. Aber wenn ich die mal auf dem Flohmarkt finde und ich glaube, ich habe für alle 4 jetzt zusammen 13 € bezahlt, dann ist das echt okay. Das Problem ist nur, ich halte jetzt mal nur eine hoch, das wird sonst echt anstrengend. Das Problem ist nur, ich gucke halt immer, ob alle DVDs drin sind in meinen DVDs, die ich auf dem Flohmarkt kaufe, weil manchmal vergessen das die Leute, manchmal verwechseln sie irgendwas. Ich glaube gar nicht, dass das mit Absicht passiert. Ja, ich hatte auch einmal eine Hülle, die habe ich gekauft, da war keine DVD drin. Ich habe nicht geglaubt, dass der Mann das mit Absicht gemacht hat, ja. Und deswegen habe ich auch hier, ich habe das gekauft, bin dann ein bisschen weitergelaufen und habe dann erstmal die Staffel durchgeguckt. Dann war in einer Staffel eine CD nicht drin, in anderen war irgendwas vertauscht, da war was von der ersten Staffel dabei. Ich habe halt die erste Staffel nicht gekauft, weil die hatte ich ja schon zu Hause, also, ne? Deswegen bin ich zurück an den Stand. Dann haben wir alles aufgeklappt und sie hat CDs getauscht und auf einmal war alles da, weil in der ersten Staffel 2 CDs drin waren und oh mein Gott, das war ein Heckmeck. Sie hat halt gesagt, es tut mir so leid, die gehörten meinem Freund und der hat sich da keine Mühe gegeben, die irgendwie in die richtigen Hüllen zu tun und keine Ahnung. Und ich habe da nur so gestanden, ich so, es ist okay, aber tu mir einfach die richtigen DVDs in die richtigen Hüllen, dann nehme ich es mit. Ansonsten lasse ich es hier, weil ich war irgendwann so, okay, ich will weitergehen, dann mach es jetzt einfach, ich brauche keine großen Erklärungen, ich nehme sie auch mit, ich habe sie gekauft, aber tu mir bitte die richtigen DVDs in die richtigen Hüllen. Ach ja. Das war ganz witzig. Ich habe natürlich dann auch mitgeguckt, weil die CDs sahen sich alle so ähnlich und dann hat man irgendwie dann auch dann noch mal was vertauscht und dann musste ich noch 5-mal dahin laufen. Aber ja, jetzt habe ich alle DVDs in den richtigen Hüllen, habe jetzt die erste bis fünfte Staffel quasi hier, bin sehr froh darüber und kann die jetzt alle durchgucken und freue mich sehr darüber. So, dann habe ich an einem Stand 3 Cola-Gläser gekauft und krass, die Frau. Ich fand sie so nett. Sie hat mir für diese 3 Cola-Gläser 2 € abgenommen. 2 €. Oh mein Gott. Und ihr wisst ja, dass ich Cola-Gläser sammle. Also für die, die mich öfter schauen. Ich habe dann einmal dieses goldene Cola-Glas gefunden. Das war jetzt, glaube ich, letztes Jahr bei McDonald's. Weil die Cola-Gläser, für alle, die es nicht wissen,
bekommt man so nicht zu kaufen. Also man kann keine Cola-Gläser in den verschiedensten Variationen, zum Beispiel auf Amazon kaufen. Da kriegt man nur die normalen, durchsichtigen Cola-Gläser, die es halt so gibt. Man kann ihn nur bei McDonald's kaufen. Und zwar hat McDonald's quasi jedes Jahr so eine Aktion, wo man eben ein großes Mac-Menü mit einem Cola-Glas bekommt. Also man muss sich ein großes Mac-Menü kaufen, dann kriegt man ein Cola-Glas dazu. Und da gibt es dann immer mal ein paar neue, es gibt neue Variationen, manchmal gibt es auch die ganz normalen, nur farbig etc. Und das hier war, glaube ich, letztes Jahr dabei. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich das schon habe, aber weil ich Cola-Gläser sammle und, glaube ich, später mal nur Cola-Gläser haben werde, so wie das aussieht, ich habe nämlich schon richtig, richtig viele, habe ich gedacht, ich nehme das einfach nochmal mit, weil man weiß ja nie, wie schnell die einem runterfallen und kaputt gehen. Und dann ist es immer schön, wenn man von einer Farbe zwei hat. Deswegen habe ich mir das Goldene nochmal mitgenommen, weil ich habe alle Cola-Gläser in diesem Stand gekauft. Es gab da eben nur drei und ja, ich habe die alle mitgenommen. Für 2 Euro. Oh mein Gott, das muss man sich mal vorstellen. Für 2 Euro. Ich meine, die muss ja mindestens 3 Menüs dafür gekauft haben und hat dementsprechend fast 30 Euro dafür ausgegeben. Also schon cool. Dann habe ich noch ein Glas aus dieser Jahresedition rausbekommen. Und zwar dieses hier. Es gab einmal diese Jahresedition, da war 1994 dabei, was weiß ich habe davon eins. Ich weiß gar nicht, welche Jahreszahl ich habe, aber das ist jetzt 1961 und das sieht halt, die sahen halt alle ein bisschen anders aufgemacht aus. Und da habe ich mich sehr gefreut, dass ich jetzt noch eins habe, das heißt, ich habe zwei aus dieser Jahresedition. Meine Mom hat noch das Jahr, wo ich geboren wurde und ich frage mich, ob ich ihr das einfach abluchse, wenn ich ausziehe. Nicht weiter sagen. Vielleicht werde ich das einfach tun. Mal sehen. Und dann habe ich noch so ein längliches gefunden, einfach ein türkises längliches. Ja. Ich weiß jetzt nicht, das ist wahrscheinlich auch eins von dieser von der Ausgabe von letztem Jahr, weiß ich aber nicht genau. Ich weiß auch hier nicht, ob ich die Farbe schon habe, aber meine Güte. Es ist mir Tiere eigentlich egal, Hauptsache Cola-Gläser, ich liebe sie und deswegen habe ich mir die alle gekauft. So, und jetzt zeige ich euch noch 3 Bücher und eine CD. Und zwar habe ich mir eine CD gekauft, für die ich auch relativ viel Geld ausgegeben habe. Also relativ viel Geld für auf dem Flohmarkt. Ich habe nämlich 2,50 Euro dafür bezahlt. Und zwar ist das die Sister Act CD. Das ist so, so cool. Weil ich liebe die Filme Sister Act. Ich habe sie zwar beide nicht hier, was eine Schande für mich ist, weil ich sammle DVDs. Ich muss sie mir irgendwann mal besorgen. Aber diese CD, das ist so cool. Ich werde die in mein Auto tun und ich werde einfach diese ganzen Lieder mitgrölen, weil ich sie alle auswendig kann und das ist der Wahnsinn. Ich liebe es einfach. Ich musste mir diese CD kaufen, obwohl sie halt für eine gebrauchte CD relativ dafür wollte, halt auf dem Flohmarkt. Ne? Aber das war mir egal. Ich musste sie mitnehmen und ich freue mich sehr, dass sie jetzt in meinem Besitz ist. Ich liebe es. Sister Act, oh mein Gott. Ah, genau. Kommen wir jetzt zu dem Buch, das ich als allererstes auf diesem Flohmarkt gekauft habe. Jetzt fällt es mir wieder ein. Und zwar ist das Doppelte Lottchen von Erich Kästner. Nämlich schon wieder so ein Kinderbuch. Und ich freue mich, dass auch das jetzt in meiner Kinderbuchsammlung quasi einziehen durfte. Weil das ist ja auch schon so ein bisschen ein Klassiker, ne? Also das Doppelte Lottchen, wer kennt's nicht? Ich habe gefühlte 3000 Filme darüber gesehen, einmal mit den Olsen-Zwillingen, dann einmal mit Lindsay Lohan und das Doppelte Lottchen gibt's ja auch auf Deutsch. Das fand ich auch ziemlich cool. Alle 3 gesehen, 2 davon habe ich auch hier und jetzt wurde es mal Zeit, dass ich das mal als Buch besitze quasi und habe es mir deswegen gekauft für 1 Euro und bin jetzt sehr froh, dass es in meinem Besitz ist. Dann habe ich mir noch gekauft Lumen von Christoph Marzi. Ja, und für alle, die meine Videos verfolgen, die wissen, dass ich hier von den ersten Teilen mir auch schon mal auf dem Flohmarkt gekauft habe. Das Problem ist, dass diese Ausgaben hier nicht mehr aufgelegt werden. Die gibt es nicht mehr, die gibt es jetzt in irgendeiner komischen Kindervariante. Das Cover ist total hässlich und man kriegt sie in diesem schönen Cover nicht mehr. Ich habe das erst in dem Cover auf irgendeinem Flohmarkt gekauft, ohne zu wissen, dass es die in dieser Ausgabe nicht mehr gibt. Hab den dritten, das hier ist der dritte, jetzt schon 2-mal auf einem anderen Flohmarkt auch gesehen und habe mir immer gedacht, das bringt dir ja nichts, wenn du den zweiten nicht in dieser Variante bekommst. Und habe jetzt auf diesem Flohmarkt gedacht, komm, ich nehme es mir jetzt einfach mit, den habe ich auch für 1 Euro bekommen, das ist ein richtig fetter Schinken. Und habe gedacht, für 1 Euro kannst du jetzt echt nichts sagen, ich nehme ihn jetzt mit. Ich muss nur irgendwie den zweiten Teil in dieser Ausgabe noch finden, weil es bringt mir ja nichts, den ersten und den dritten in dieser Ausgabe zu haben und den zweiten in der anderen. Und das ärgert mich so dermaßen. Man bekommt es nicht auf Amazon gebraucht. Ich muss mal auf Rebuy gucken oder auf Medimobs, ob ich da noch irgendwas finde. Das ist so schade. Ich verstehe das immer nicht. Und das nervt mich auch ein bisschen. Weil Christoph Marzi hat ja noch dieses London-Buch geschrieben. Das heißt London. Das ist jetzt auch relativ neu. Und ich meine, dass das auch mit diesen Büchern zusammenhängt. Das ist irgendwie auch noch ein weiterer Teil irgendwie
über diese Reihe ist. Ich glaube schon. Ja, und deswegen ist es natürlich jetzt ein bisschen nervig, dass ich den zweiten Teil in dieser Ausgabe nicht mehr finde. Aber ich werde mein Bestes tun, das noch irgendwie hinzubekommen. Ich habe keine Ahnung, ob der irgendwo auf der Welt noch existiert. Wenn ja, ich werde dich finden und ich werde dich irgendwie noch kriegen, weil ich kann es nicht abhaben, wenn das in meinem Regal so scheiße aussieht und der zweite Teil irgendwie dann anders aussieht. In so einer komischen Kinder-Cover-Variante, was überhaupt richtig kacke aussieht. Naja. Genau, und dann habe ich, jetzt kommt das Letzte, noch ein Buch gekauft, von dem ich weiß, dass es so nicht aufgelegt wird mehr, dass es nur diesen ersten Teil in der gebundenen Ausgabe gibt. Und zwar ist das von Susan E. E., Angel Fall, fürchtet euch nicht. Das sind ja, ist ja eine Dilogie, glaube ich. Und den ersten und den zweiten Teil bekommt man jetzt nur noch im Taschenbuch. Also die erste wurde irgendwann mal aufgelegt und Jahre später kam es meines Wissens dann als Taschenbuch raus und der zweite dann auch im Taschenbuch. Ich werde mir die zwei auch im Taschenbuch noch kaufen, aber ich habe gedacht, falls mir das gefällt, ist es ja ganz cool, dann den ersten Teil auch in dieser gebundenen Ausgabe zu haben und habe den dann für 2 € an einem Stand mitgenommen. Weil ich das ganz cool finde, von Reihen, die mir gefallen und dann irgendwie Ausgaben dazu gibt, die es eben nicht mehr gibt, dann noch zu besitzen, das finde ich dann immer ganz cool. Deswegen, ja, habe ich mir das gekauft. Ich hätte auch fast, es gibt ja diese Erwachsenenausgaben von Harry Potter, die sind eigentlich richtig hässlich, aber die sind so, so, so viel wert. Und da habe ich Teil 2 und 3 in dieser Erwachsenenvariante gefunden. Sie wollte aber 4 € dafür haben und dann habe ich gedacht, komm, das ist nur Teil 2 und 3, das ist so mittendrin. Zwar könnte ich das als Sammlerausgabe mir irgendwie mal zulegen, aber keine Ahnung. Ich weiß, dass die eigentlich sehr, sehr viel mehr wert sind als 4 €, aber meine Güte, man kann nicht alles haben, ne? So ist das halt einfach. Naja, aber den hier habe ich jetzt. Ich werde mir irgendwann die Taschenbuchausgaben dazu noch zulegen und freue mich jetzt, dass der hier bei mir eingezogen ist. Finde ich eigentlich ganz cool. Und freue mich auch, das zu lesen, weil es ja sehr, sehr angesagt ist. Viele haben das super geliebt und deswegen, ja. Genau. Das dazu. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.